Hey und willkommen hier zu einer neuen Let's Build-Folge zu meinem Modern Woodhouse bauen in The Sims 4. Heute in der zweiten Folge, ja in der ersten Folge haben wir hier diesen Grundriss errichtet und ja, wir machen heute weiter. Es wird so cool, ich freue mich schon mega drauf, jetzt hier weiterzubauen. Vielen lieben Dank auch für die Kommentare, einige haben doch geschrieben, ey, macht diese Regalbretter weg, finden das alles so. Ja, schreibt das nochmal bitte, wie ihr das findet, weil ja, auch wenn ihr das gut findet, schreibt das doch, ja, und nicht immer nur, wenn ihr es nicht gut findet, weil dann haben wir eine genauere Info, ob ihr das wollt oder nicht. So, letztes Mal sind wir stehen geblieben bei dieser Rückseite hier noch, die habe ich schnell noch ratzifatzi zugezogen, damit sie nicht reinzieht. und jetzt machen wir hier mal weiter. Wir gucken mal nämlich, was wir da noch machen können. Ich möchte es auf jeden Fall hier noch so ein bisschen irgendwie noch umgestalten. Wir müssen das hier noch irgendwie ein bisschen cooler machen. Also hier geht es ja raus wegen dem Pool. Dann machen wir doch hier, gehen wir doch hier auch nochmal ein Stück irgendwie nach innen. Dann haben wir da nämlich erstmal eine neue Form oder nö, also so ein bisschen mehr, irgendwie mehr Form. So machen wir das. Hey, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, sehe ich gerade, wenn das so oben raussteht noch. Aber hier möchte ich das dann irgendwie so machen. Also da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich den Pool da unten so lasse. Aber wir machen das mal so. Ne? Wir machen das mal so. Vielleicht lassen wir das auch so, dass es so offen ist. Dann können wir so einen kleinen Balkon hier so machen. Und da gehen wir jetzt aber wieder ein Stück weiter nach innen, würde ich sagen. Weil ich habe noch was vor, obwohl wir könnten das eigentlich auch... Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ne? Also ich möchte hier noch irgendwie sowas in der Art machen, dass man da irgendwie noch so rauskommt. Wir können hier ein Dreier, ich muss kurz zählen hier die Kästchen. Wie machen wir das so. Wie viel Platz haben wir denn innen eigentlich? Ich muss erstmal gucken, weil wenn wir genug Platz hier innen drin eigentlich. Ja, das reicht schon. Das reicht schon. Hier geht er mal an. Für alle, die es nachbauen wollen, vielleicht auch mal, ne, kurz hier so. Ja, wer weiß, ob es so bleibt oder nicht. Aber wir machen das mal so, genau. Wir brauchen auf jeden Fall Platz hier im Inneren. Ja, es soll ein schönes, großes Haus hier werden. So, Wände wieder hoch. Wir machen das mal so. Und, Dann geht es hier oben nochmal raus. Und zwar so drei Kästchen, würde ich sagen. Ja, wir machen das mal so. Wir probieren das mal aus. Hier. Voll kritisch hier alle wieder, oder? Wir machen das. Jetzt müsst ihr doch mal überlegen hier. Wie machen wir das denn? Daniel, lass Hirn regnen. Ja, Herr, lass Hirn ra. ich würde das gern irgendwie noch so ein bisschen vielleicht anders machen. Vielleicht machen wir das doch hier ins Eck hin oder so. Ich weiß es noch nicht. Wie machen wir das denn? Das soll ja hier überstehen so ein bisschen. Also wenn ich jetzt da, ne, wisst ihr, wenn ich jetzt hier das so macht, dann steht das hier über. Wie sieht das denn aus? Das sieht nicht so gut aus, oder? Vielleicht liegt es auch am Licht einfach. Irgendwie gefällt es mir jetzt gerade überhaupt nicht. Also ich probiere das jetzt mal so. Ich färbe das dann mal ein auch. Dann sieht man das ja auch immer gleich mit einem ganz anderen Blick hier, ja. Hier machen wir auch nochmal so und so. Und da können wir das vielleicht, wie machen wir das, vielleicht so grau wieder, ne, nach oben. Hier dieses Räumlein. Und oben nehmen wir hier wieder die Farbe auf. Dann haben wir da nochmal so ein schönes Holz-Ausbuchtungsding hier irgendwie, ne. Das ist echt ein komisches Licht hier. Ich weiß nicht, von welcher Seite hier. Sollen wir das so? Nee, ich finde das irgendwie nicht so gut. Ich finde das hier gar nicht gut irgendwie. Nee, ich muss die Platte da irgendwie wegmachen. Ich weiß es nicht. Wir machen das, glaube ich. Wie machen wir das denn? Oh man, Daniel kann sich nicht entscheiden. Wir probieren das mal umzudrehen. Wir machen das mal hier direkt so hin. Wir machen das mal so. Nee, also eins weiter nach innen. So, ja, aller Anfang ist schwer, aber der Grundriss ist ja total wichtig, ne, dass man da nachher dann ein schönes Häuschen auch hat. Und hier dann sowas vielleicht. Dann machen wir das hier ums Eck rum. Wie sieht das aus? Wie machen wir das hier vielleicht dann so, am Eck übertreten dann. Ja, so ist schon viel besser, genau. Und jetzt hier unten, jetzt haben wir eine coole Form hier wieder mal entdeckt, hier so. Und hier geht es dann auch weiter. Und diese Wand kommt hier weg, ist es schon selber hier weg? Nee, doch ist schon, oder? Ja, genau, so machen wir das, genau. Und dann kommt das hier so und das hier wird unten vervollständigt, hier so, ne? So wird das gemacht hier, ja. Und hier, was machen wir denn da für eine Wandfarbe dazwischen? Ich würde jetzt eigentlich weniger das Weiß hier nehmen, weil das Weiß haben wir ja hier. Dann haben wir nämlich sonst keine Unterscheidung mehr zum Haus an sich. Dann lasst uns das hier, da machen wir auf jeden Fall auch nochmal so. Jetzt mit dem Licht ist echt blöd von dieser Seite hier, ne? Und was machen wir denn hier für eine Farbe? Wir haben keine Farben mehr übrig. What? Hier machen wir dann auch wieder Weiß. Hier machen wir auch wieder Weiß, aber da drüben haben wir nicht Weiß. Hier machen wir wieder Weiß.
gucken, wie wir das oben hier noch fortführen. Hier soll ein bisschen mehr crazy sein. Wir machen hier einfach Fenster hin. Das ist eh cooler. Wir machen hier Fenster. Fenster. So, Fenster machen wir hier hin. Dann hat das auf jeden Fall was. Ja klar, jetzt kommt hier eine Form rein hier endlich. Ja klar. So, und da müssen wir dann auch noch irgendwie jetzt, also müssen wir erstmal jetzt hier gucken, würde ich sagen. Bin ich hier am Überlegen. Also eigentlich wäre es ganz cool, wenn wir jetzt hier Fenster hätten und die mittig auf jeden Fall haben. Wieso geht es nicht in der Wände dazwischen? Ja, Mann. Dann da so irgendwie runtergucken, rausgucken kann. Wo kommt man denn raus zur Terrasse? Dann können wir hier vielleicht die Terrassentür machen, da wo jetzt unten diese Tür ist. Das ist auch so ein ja. Oder hier, weil hier haben wir ein bisschen mehr Platz, ne? Wäre auch nicht schlecht. Sonst müssen wir immer um den ganzen Pool rumlaufen, ne? Ist auch nicht so schlau dann, ja. Wir gucken mal, dass wir da jetzt hier erstmal diese Wand hier wegkriegen, weil das mag ich schlicht hier. Die Innenwände ziehen wir gleich. Das ist ja auch unser Eingang, das müssen wir vielleicht auch beachten. Hier haben wir noch sowas, das können wir eigentlich hier wegmachen, das brauchen wir nicht, oder? Brauchen wir das? Braucht man das? Will man das? Brauchst du dich? Willst du dich? Ne, wir machen das so nach innen erstmal. Wir machen das erstmal hier alles completely open spaces hier. Ja, ah, so will ich das aber nicht haben. Und dann hier so. Dann haben wir mal einen Überblick, wie wir das so haben. Ich mache das hier, glaube ich, dann doch hier so zu. Dann kann man da nämlich runter gucken ins Wohnzimmer quasi. Da würde ich sagen, machen wir das Wohnzimmer hin oder das Esszimmer oder irgendwas in die Richtung. Sonst hat man hier die Fenster. Boah, ist das geil mit dem Licht hier, da, wie das da reinstrahlt. Und ja, hier hat man so ein bisschen Sonnenschutz dann noch. Finde ich ganz nice. Auf jeden Fall. Doch, das ist ganz cool. Also mir gefällt es mit dem Holz, muss ich echt sagen. Muss ich wirklich sagen hier. Oh, die Dings hier hat es wieder verrissen hier. Oh man, die will hier nicht so wie ich will. Baby.goof-Objects. Aktivieren. Ja. Oh nö, jetzt ist sie wieder ganz weg hier. Eieiei. Eieiei, Mama Mia. So machen wir das jetzt. So, jetzt passt das nämlich auch. Ja, jetzt passt das auch. Machen wir unten noch eine Leiste hin oder irgendwas, die dann da drum rum geht. Das kriegen wir noch schön hin. Alright. Daniel hört hier wieder, ne? Ihr merkt es hier schon hier oder ihr merkt es nicht. Weil ich baue ja gar nichts. Und da haben wir jetzt hier diese Fenster. Und es sieht ja doof aus, wenn die da so eine Kante haben. Deswegen schiebe ich die jetzt hier mit Alt. Ganz hoch, dass die hier so zusammenkleben. Und wir machen dann hier, da machen wir nochmal die Tapete hin, wir machen dann hier nochmal diese schwarze Tapete. Zündholzmagie. So, und dann sieht das nämlich mehr aus einem Guss aus hier, ne? Sieht das nicht so, hier machen wir das dann auch. Ja, dann hat man keine Blitzer mehr da am Rand. Und es sieht irgendwie, ne, ist einfach eine rundere Geschichte. Das ist echt cool. Da kann man hier wirklich geil rausgucken. Hier auf den Pool, das wird der Hammer. Und da kommt man dann raus. Dann machen wir hier doch gleich eine Tür hin. Dann nehmen wir die mittlere Wandhöhe und da würde ich sagen, nehmen wir so eine schöne Tür. Ja, machen wir erstmal das Fenster weg hier und da kommt jetzt eine schöne Tür hin. Dann möchte ich hier wieder auch die dunkle nehmen. Wow. Schäge Megi hier. Schäge. So, und da kommt... Oh, das sieht gar nicht mehr so schlecht aus. Aber hier wollen wir das nicht so haben. Hier wollen wir Freiraum haben, ja. Hier machen wir das so und unten dann hier eine geile Terrasse. Hier machen wir eine richtig fette Terrasse hier. Hey, aber du ziehst die Wand jetzt hier auch nicht weiter. Mit. So. Daniel baut hier im Dunkeln hier. Und dann jetzt hier so rüber. Und da geht es jetzt irgendwann die Treppe runter. Und dann kann man da... Ja, oder? Machen wir den Pool höher auf das Fundament. Das wäre auch eine Möglichkeit noch, ne? Das wäre gar nicht mal so schlecht hier. Ich muss da nochmal gucken. Also Pool machen wir wann anders. Ich glaube, ich muss jetzt hier erstmal das Haus hier completen hier. Dann machen wir das so. Was haben wir denn hier für ein Räumchen? Also da ist ja unser Turm. Der Turm, der kann eigentlich, oder der sollte eigentlich dann auch quadratisch sein, würde ich jetzt mal behaupten. Deswegen machen wir das auch. Wir machen das mal so. Sieht irgendwie, fürs Auge ist es besser, ne? Machen das mal so hier erstmal. Und dann könnten wir jetzt da auch noch Fenster machen. Wollen wir das? Ich weiß nicht, ich sehe da oben irgendwie so ein Bad drin oder sowas. Ich weiß jetzt nicht, ob das gut kommt, wenn das jetzt hier komplett hier verglast ist, hier nach vorne raus. Dann machen wir da oben eher so eine Art Leseecke rein oder irgendwie was in die Richtung. Und hier brauchen wir nochmal Fenster. Ja, da brauchen wir nochmal ein paar Fenster. Hier müssen wir auch noch überlegen, was wir da machen. Da würde ich dann auch wieder dieses Grau hier nehmen. Das passt hier, glaube ich, ganz gut. Oder wir nehmen dieses Holz. Das ist auch ganz schön.
Ja, ist ja ein Word at Wood hier. Dann machen wir das so auch vielleicht. Und da könnten wir jetzt irgendwie noch ein bisschen zur Form reinbringen. Ich denke jetzt eben ans Jugendhaus, das ich momentan auch noch baue. Und da könnte man dann auch solche Fenster hier vielleicht nehmen, die so auch getönt sind. Dann kriegt man hier noch so ein bisschen Privatsphäre rein. Und wir haben hier noch was, ja, so ein bisschen so ein Ausreißer, sage ich jetzt mal. So eine Art, ja, ein bisschen was, was anders aussieht als sonst immer das alles. So machen wir das doch mal, oder? Wie sieht das aus? Sowas irgendwie in die Richtung. Ich probiere das hier mal mit dem Licht auch nochmal zu ändern. Das sieht doch cool aus, oder? Voll schickimicki, modern hier. So, jetzt gucken wir da nochmal weiter. Dann machen wir hier nochmal zurück, dass das hier alles seine Richtigkeit hat. Da oben müssen wir natürlich auch noch ran. Das hier ist noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wie machen wir das denn? Also ich mache hier auf jeden Fall auch nochmal die Halbwand hin, ne? Dass man da nochmal, da haben wir, glaube ich, die niedrigste Halbwand. Dann machen wir hier nochmal sowas. Dann haben wir nämlich da so eine Art Türmchen hier quasi, ne? Das ist so nochmal so. Und da können wir das flach lassen. Dann machen wir aber hier auch nochmal so eine Art Sonnenschutz hier. Kind of like. So was hier in die Richtung. Und da oben kommt dann noch. Nö, das ist jetzt wieder doof gemacht vom Spiel. Ne? Da haben die hier wieder so. Nö. Da haben die hier wieder so diese komischen Ecken da drin. Das will ich aber überhaupt nicht haben. Was ist denn da oben jetzt wieder kaputt gegangen? Hier, Mann. Hier mal wieder so das schöne Taglicht. Da oben muss er hier wieder. Hier muss das so sein. Hier muss das so sein. Ne? So muss es hier sein. So. Ja, das ist schon mal ganz gut. Hier unten mache ich jetzt auch mal hier mal weiter kurz, weil das sehe ich jetzt eben, das kann ich irgendwie nicht leiden, wenn ich was sehe und was ich gar nicht will. Mal wie hier nehme ich sowas hin. Und das ist dann quasi sowas wie unsere Einfahrt. Das Doofe ist jetzt halt hier, da ist der Grünstreifen. Na toll. Und hier machen wir einen anderen Weg. Da müssen wir uns noch was überlegen. Vielleicht machen wir wieder schöne Fliesenweg oder irgendwas so hin. Irgendwas, vielleicht sowas in die Richtung. Sowas ist nämlich auch schickimicki hier, oder? Ja, das ist gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so blöd, ne? Schade, dass man das Haus jetzt nicht spiegeln kann irgendwie oder so. Das wäre nicht schlecht. So wie auf dem Thumbnail habe ich es in der ersten Folge gemacht. Na, damit das Logo dich davor klebt. So, da haben wir auch noch schwarz, oder? Ja, dann machen wir auch. Oh, oh. Das wollen wir hier weiß haben, genau. So, jetzt wird das mal hier alles so ein bisschen fast sogar aus wie so ein Garagentor jetzt hier, muss ich sagen, ne? Aber weiß sieht es auch nicht schlecht aus. Ich mag das ja. Also ich mag auch die rote Tür, muss ich sagen. Also die finde ich ganz nice, muss ich echt sagen, wirklich. Und jetzt gucken wir mal hier weiter wieder. Also da haben wir das ja so, das passt dann soweit. Das ist okay, it's alright. Dann kommen wir hier rum, dann haben wir da sowas. Dann haben wir nochmal so eine Ausbuchtung und da können wir jetzt auch nochmal... Da können wir jetzt auch nochmal so ein Fenster hin machen, aber das würde ich schwarz wieder machen, glaube ich, oder? Ja, glaube ich schon, machen wir auch. Dann nehmen wir das klein, aber fein hier, ganz normales schwarzes Fenster, hier machen wir das so. Ist das schwarz, ist nicht schwarz, oder? Ist das schon schwarz? Sieht gar nicht schwarz aus, grau aus. Naja, ja, ist trotzdem gekauft. Und jetzt haben wir hier noch so eine Wand, was machen wir mit der denn? Also da können wir auch nochmal irgendwie sowas Freies machen. Ich würde aber keine komplett großen Fenster irgendwie reinhauen, oder? Vielleicht überlegen wir uns da auch nochmal was Cooleres. Irgendwie vielleicht sowas, aber ist das nicht zu viel, dann ist es dann zu bunt. Ne? Das sieht dann aus wie so ein Haus, in dem irgendwie, ja, nee, also ich würde... Wir wissen noch nicht, was machen wir denn da drinnen? Dann würde ich es davon abhängig machen, was innen eben ist, ne? Was ist innen denn? Also die können wir ja nicht nehmen, die sind irgendwie so exklusiv für diesen Turm, wie es mal behaupten. Und da haben wir großflächige Fenster, so viele Fenster brauchen wir da gar nicht mehr. Wenn wir da ein Zimmer haben, sind so stinknormale Zimmerfenster dann. Hier vielleicht dann, naja, das ist halt auch wieder schwierig, dass das hier parallel, wenn das hier parallel sein soll. Also ich bin immer gern für viel Licht, eigentlich, ne? Jetzt müssen wir hier, aber ich lasse das mal so und dann gucken wir mal, wie wir das anstellen, wie wir das innen dann machen mit der Aufteilung. Und dann, ja... Am schönsten wäre natürlich, wäre das hier schon schön. Wieso gibt es keine vier breite Fenster? Das wäre so geil einfach, ne? Das wäre so Hammer. Hammer, du bist Hammer. Da muss jetzt auch wieder unser Halbwändchen hin. Dann nehmen wir wieder das Niedrige. Da können wir hier wieder spielen quasi damit. Das machen wir auch so.
Und dann, jetzt wird es hier wieder kritisch. Hier möchte ich nämlich so eine Art Dach dann quasi haben, was hier das nochmal erweitert, unsere Säule da. Glaube ich zumindest, ich weiß es noch nicht. Und hier vorne wäre es eigentlich wieder nice, wenn man das wieder höher machen würde, ne? Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Wenn man das hier vielleicht so macht und dann nochmal ergänzt, dann kriegt man da mehr Dynamik wieder rein. Dann ist nicht alles so flach hier. So, und dann können wir nämlich das Fenster auch ein Stück weiter höher machen und dann sieht das wieder mittig aus, hier äußerlich. Ist echt cool. Dann machen wir das aber weg, das Dings. Jetzt macht er da ein Loch rein, oder was willst du mich verarschen hier? So, und da haben wir dann das Dach, da machen wir eine schöne Leiste noch hin. So, oben kommt das hier rein erstmal. Das machen wir auch noch schön, ja. Machen wir auch noch schön. Hier kommt auch noch die weiße Dachleiste drauf. Hier, so was hier, ja. Da oben können wir das Holz eigentlich lassen oder da machen wir schwarz, ich weiß noch nicht. Sieht auch mal ganz gut aus, wenn das hier dann wiederholt wird. Ich mag da die dickeren, muss ich sagen, mag ich ein bisschen mehr. Ich stehe auf dickere. So, und hier, da brauchen wir jetzt irgendwas Cooles. Da brauchen wir jetzt richtig was Cooles. Da brauchen wir wieder so eine Leiste oder sowas. Von hier Außenleiste hier. So, irgendwie sowas brauchen wir da, ne? Irgendwie sowas hier, dass das so ein bisschen mehr raussticht noch. So geht es hier nicht. Let me do this hier. So, das brauchen wir bis darüber. Genau, dann geht die Leiste gleich mit. Das ist doch gar nicht mal so bad hier. Und jetzt können wir uns überlegen, ob wir da wieder eine Leiste machen oder aber vielleicht sogar mal ein Zäunchen oder sowas uns überlegen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Jetzt macht er das hier schon wieder weg. Nee, wenn wir das so machen, dann müssen wir das oben auch machen. Fand ich aber gar nicht mal so verkehrt dann. Jetzt haben wir halt hier die gleiche Höhe wie beim Pooldach. Sieht das gut aus oder nicht so gut? Eher nicht so gut. Und hier machen wir das hier dann hier. Wie machen wir das denn hier? Da machen wir das, vervollständigen wir das. Ja, dann machen wir das doch so. Finde ich gut. Das finde ich gut hier, das finde ich gut. Komm, gucken wir mal wieder mit dem Licht hier so ein bisschen. Und dann können wir da... Ich kann nochmal die Außenleiste hier dran, bitte, danke, danke. Und dann können wir nämlich da oben drauf wieder das Holzrähmchen da nehmen. Was ist denn das jetzt hier wieder? Da irgendwo hier, Basiswand, Krone, Holz. Schwarz. Schwarz, schwarz. Ja, das kommt gut. Dann haben wir da nämlich so einen Abschluss, so einen schönen Abschluss hier. Dann machen wir doch nochmal eine fettere hin, ne? Dass das oben und unten irgendwie gleich, ungefähr gleich breit ist auch. Das ist doch not that so bad hier, oder? Das finde ich jetzt gut. Das finde ich jetzt gut. Ist dynamisch. Und irgendwie, ja. Sieht irgendwie gut aus hier, ne? Passt auf jeden Fall. Passt hier. So, das ist doch was. Hier ist ein bisschen verwirrend hier unten mit dieser Säule, muss ich noch sagen. Vielleicht überlegen wir uns da auch nochmal was. Wir nochmal gucken. Ja, das ist gut. Das ist gut so. Das ist gut so. Wird für gut befunden. Jetzt sind wir oben mal auf dem Dach. Da haben wir ja unser Flach. Da können wir, also ich würde es heute mal probieren. Ausnahmsweise ja, ganz klar, ne? Handfläche ausnahmsweise haben wir ja sonst nie irgendwie. Deswegen kommt halt ausnahmsweise mal eine Tanzfläche hier zu Einsatz hier. Da finde ich das weiß. Die kann man ja vergrößern, habe ich herausgefunden. Beim Waterhouse war das ja. Die kann man echt cool vergrößern. Und dann hat man richtig schöne große Platten da, ne? Also richtig, vielleicht nicht ganz so groß. Machen wir das mal so. Und dann können wir das uns überlegen, wo wir das hier platzieren. Aber das finde ich richtig nice, weil da kommt so schönes Licht dann rein. Und hier jetzt nicht. Warum nicht? Kommt das Licht rein? Wieso kommt das Licht nicht rein? Ist das hier wegen dem Winkel oder was? Was ist hier los hier? Wir machen mal Top-Licht hier. Genau so. Und jetzt kommt hier... Irgendwie machen wir das. Wie machen wir das denn? Ja, guckt euch mal das an. Das ist so geil, oder? Es ist so nice hier. Und wenn man da noch schöne Möbel platziert, den nicht. Das hat dann richtig schöne dynamische Schatten. Also wie das schon aussieht hier, das ist der Hammer, oder?
Das ist einfach der Hammer. Und deswegen möchte ich das hier haben. Hier. Wegen, wegen. Ich will ein Dachlicht. Hegen und pflegen. Wir machen das hier vielleicht hin. Das ist ein bisschen zu groß jetzt leider, ne? Ah, das muss ja eh weiter nach innen. Ah, dann ist es gar nicht mehr so schlecht. Nochmal eins. Das ist dann... Boah, das ist cool. Dann können wir von ganz oben bis ganz unten haben wir dann sogar dieses Licht hier reinfallen lassen. What? Sieht man das unten noch? Ich glaube, das blendet es aus, das Spiel. Nee, das macht er sogar. Von ganz oben bis ganz nach unten. Das ist ja mal Hammer. Das ist doch mal Hammer. Da haben wir einen richtig schönen Flur hier quasi. Dann lassen wir auch so groß. Ja, das ist gut. Das gefällt mir. Jetzt können wir da oben in Anführungszeichen weiße Fliesen nehmen, die immer irgendwie gelb aussehen, oder ne? Wisst ihr schon mal. Selbst die weiß-weißen, die sehen irgendwie gelb aus. Man weiß nicht warum. Man fragt sich, bleibt dumm. Man dreht die Kamera rum. Und es bleibt immer noch irgendwie komisch. Ja. Ja. Aber so finde ich das schon mal gar nicht so schlecht. Jetzt mache ich hier nochmal die Wände raus. Hier, die Wände raus. Und jetzt sieht der Turm nämlich gar nicht mehr so turm-like aus. Dann können wir hier sogar ein schönes Schlafzimmer oder irgendwas reinmachen. Ich mache jetzt irgendwie erstmal die Wände raus und dann kann man die immer noch reinmachen. Ne? Wir haben ja hier keine tragenden Wände in this Game hier. Zum Glück. Statik, ne? Viele schreiben immer, wieso bist du kein Architekt? Das sage ich immer, weil meine Häuser zusammenbrechen würden. Auseinanderfallen würden. Gar nicht halten würden, wahrscheinlich. Und ich würde jetzt hier auch mal, also ich möchte am liebsten sowas hier drin machen, so als Basis. So eine schöne Textur. Und dann mit Holz temporär, also nicht temporär, so partiell, also, ne, also nur ja, nicht überall, sondern nur in bestimmten Stellen. Daniel versucht sich auszudrücken. Also hier unten machen wir auf jeden Fall ein Bad rein. Ne? Was passt denn hier besser als ein Bad? Oder, also es geht halt nach außen zur Straße. Ne? Das ist ein bisschen schade. Aber was können wir denn da sonst reinmachen? Für eine Küche ist es zu klein. Oder ist das zu klein? Ich habe schon wieder so einen ganz anderen Blick hier drauf. Eigentlich, ja. Oder so ein Arbeitszimmer. Das wäre hier ganz cool. So ein Arbeitszimmer, ja. Ja, wir machen hier ein Arbeitszimmer rein. Das ist eine schöne Geschichte. Dann machen wir die Wand hier weiter. Haben wir die Wand hier weiter, können wir dann hier auch nochmal so eine Art, ich weiß nicht, ob das jetzt reicht vom Platz, ist ein bisschen schwierig, aber wenn wir eine einzelne Tür haben, dann können wir hier noch so eine Art Kleiderschrank reinmachen. Und ja, das ist hier ein bisschen eng, dann kommt man zur Tür rein und dann ist da erstmal so ein Schlauch. Ist nicht so schön, ne? Nee, dann wird es leider nichts. Aber wir können den Schrank ja irgendwie anders hier noch unterbringen, glaube ich, oder? Machen wir den einfach so. Machen wir den Schrank hier so hin. Packen wir hier einen Schrank rein. Das ist so ein Wandschrank. Oder? Wie sieht das aus? Ich weiß es noch nicht. Wir lassen das mal. Das können wir immer noch hinzufügen. Also hier sehe ich auf jeden Fall die Küche, ne? Weil da haben wir so schönes Licht hier, was dann, wo dann auch Stellplatz ist quasi. Und dann kann man das oben auch noch Hängeschränke hin machen. Da müssen die Dinger noch ein bisschen tiefer werden. Also hier würde ich auf jeden Fall eine Küche machen. Und ich würde das Ding auch offen gestalten. Das heißt, man kommt rein und steht dann schon im Wohnzimmer und in der Küche. Und vielleicht haben wir hier irgendwo noch ein Bad. Hier müssen wir jetzt aufpassen. Oder so eine Toilette, ne? So ein Klo. Dass wir da... Da gehen wir ja nach außen, ne? Da gehen wir nach außen. Hier haben wir auf jeden Fall das Wohnzimmer und Esszimmer. Mal gucken, mit schönem Poolblick. Und hier dann die Küche, so stelle ich mir das vor. Dann hätten wir, eigentlich hätten wir dann die Möglichkeit oder den Zwang mehr oder weniger, das hier so hinzumachen, wenn wir das nicht durchbrechen wollen. Wir brauchen auch irgendwo noch eine Treppe. Das ist auch mal ganz gut, dann an die Treppe anschließend so eine Art, mache hier eine schöne, freie, weiße Treppe. Anschließend, oder machen wir so eine schöne Holztreppe? Wir wollen ja im Holzthema bleiben, oder? Wollen wir das? Wollen wir schon, ne? Eine Treppe und da dann das anzuschließen, das Zimmer. Und dann durchbrechen wir nämlich eh den Raum so ein Stück weit. Außer wir machen die irgendwo an den Rand hin. Dass wir sie natürlich jetzt hier anbieten, zum Beispiel. Wenn hier so eine Treppe hoch macht, am Rand das Treppenhaus einmal auch ganz gut, ne? Dann hat man nicht so viel Spaces. Und dann kann man da oben nochmal, kann man da raus. Genau, dann müssen wir noch ein bisschen weiter vor und dann kann man da nochmal so eine kleine Nische, so eine Chill-Nische hier. Ja, da könnten wir eigentlich auch ausbrechen, aber das lassen wir gleich mal zu. Wenn wir das da rüber verschieben, dann hätten wir die schön am Rand hier. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch, also das ist wieder ein bisschen knabbig, aber das könnten wir auch so machen.
haben wir hier nämlich so die Art Flur, dass wir da dann oben auch nochmal ein kleines Klo reinmachen oder irgendwie sowas. Aber hier ist echt eine schöne Ecke, da will ich auf jeden Fall irgendwie was Cooles zum Chillen hier rein machen. Dann haben wir hier die Treppe vor dem Fenster. Fenstertreppe. Treppenfenster. Ja, schwierig am Anfang, ne? Vielleicht drehen wir das Ding einfach um. Wir drehen das um. Sind noch nicht dumm. Müsste noch eins weiter leider, ne? Dann haben wir wieder, sind wir wieder vor dem Fenster. Zweiertreppe wäre eigentlich auch ganz schön. Bisschen großzügiger hier. Bisschen großzügiger. Ich überlege, wo kriege ich das Bad runter, wenn dann die Axt hier unten. Brauchen wir auf jeden Fall ein kleines Klo. Kleines Klo. Da, aber dann hätten wir einen natürlichen Raumtrenner. Dann müsste man das aber, ich will auf jeden Fall ein Dreikästchenbad. Ne? Also wenn wir das so machen, dann wäre es noch in Ordnung. Dann hätten wir hier nämlich den Platz. Da haben wir auch noch eine Nische, die brauchen wir aber nicht. Dann hätten wir das für eine schöne Trennung. Dann kommt aber das tolle Licht hier von außen. Kommt hier dann nicht richtig in die Küche rein. Ne? Dann machen wir uns da so ein Klotz im Weg. Andererseits wäre es gar nicht mal so schlecht. Aber, ja, also das ist gar nicht mal so easy jetzt hier. Wenn man dann hier ins Klo reingeht, ist dann so zentral. Dann könnte man hier Esstisch machen. Dann nehmen wir da gleich das Klo. Also gefällt mir da jetzt überhaupt nie, muss ich sagen. Nee, das müssen wir doch mal überlegen. Überlegen. Also dann, ja, das ist gar nicht mal so easy, ne? Merkt das auch. Ich habe auch noch eine Überlegung, und zwar könnte man ja diesen Bereich hier tiefer machen. Das wäre auch nicht schlecht. Das wäre auch nicht so schlecht. Wenn wir das hier nämlich ausstanzen, werden wir schön nach unten gelegen. Ich probiere das jetzt mal einfach aus. Wir machen das mal so. Das ist nicht so gut, weil da kommt das Licht nicht durch. Nee, das will ich nicht. Weil das Licht dann verschwindet. Das geht nur auf Boden, das Licht. Das will ich nicht. Nee, dann lassen wir das so auch wieder. Oh, wow. Was machen wir denn heute noch? Das ist ja wieder zum Mäusemelken hier. Zum Kaugummitiersmelken hier. Wir machen dann doch zentral was hoch, oder? Ich hätte hier unten schon gern so ein Klo gehabt. Mensch, ist das schwierig. Schwierig. So. So, also wenn wir da so einen Raum reinziehen, ich weiß nicht, ob das gut ist. So, wenn wir es so machen. Und das so ein Zweier, das ist eigentlich zu klein mir. Ich möchte mal eigentlich einen Dreier haben. Und dann hier vielleicht die Treppe oder so, ne? Geht jetzt hier auch nicht so ganz so auf. Dann hätte man da hinten mehr noch so. Ja, das machen sie schön hier offen hier wieder kaputt. Ach Daniel, du kriegst halt aber auch nichts hin, ne? Aber ist klar, du willst einen Raum reinziehen, willst trotzdem offen haben. Ja, ich mache jetzt hier erstmal einen schönen Holzboden rein. Das kommt hier natürlich hier erstmal zur Geltung, ja klar. Also das so irgendwie machen, es wäre auch unsinnig eigentlich hier die Treppe zu haben. Was will man hier denn dann machen? Das ist ja dann alles Flur. Dann alles Flur da oben. Da hätten wir das halbe Gebäude wieder mit Flur hier verflurt hier. Verfluchter Flur hier. Wobei das gar nicht mal so schlecht wäre eigentlich. Sieht schön offen dann aus. Wir könnten auch unten wirklich das Klo weglassen und einfach hier oben dann. Also das müsste hier eigentlich schon. Das müsste hier eigentlich schon dann so irgendwie gehen, ne? Wenn wir die Treppe da wirklich lassen, dann müsste man das so machen. Dass man hier noch runter gucken kann und das ist dann Flur. Und da kommt man dann in die Zimmer rein. Dann haben wir da auf jeden Fall auch ein Zimmer. Das ist echt doof mit der Treppe irgendwie. Das passt ja überhaupt nicht da. Die noch weiter rüber. Die muss noch weiter in die Mitte hier. Sind die wirklich parallel zur Tür? Dann haben wir ja fast hier ein. Das ist ja komplett hier alles kaputt hier. Ne, das will ich nicht haben. Das will ich nicht. Ich mach das mal hier wieder so. Macht man hier mit diesem Platz? Aber es ist echt schwierig hier. Ja, also in diesem Haus, ich komme wirklich an meine Grenzen, liebe Leute. Aufteilung ist schwierig, ne? Aufteilung ist schwierig.
Ich muss mir das echt irgendwie, ich weiß nicht. Wie machen wir das denn jetzt? Wir machen das gut. Das ist wichtig hier. Dann. Ich hätte halt schon gern diesen offenen Platz hier irgendwo. Ich bin gerade am Überlegen, wenn wir die Treppe vielleicht seitlich hin machen. Dann durchbrechen wir das Ganze zwar, aber wir hätten dann auch vielleicht sogar so eine Art Wand, dass wir da hier drüben wirklich den Flur haben. Dann kommen wir hier wieder nicht in die Zimmer rein. Dass wir dann hier so das haben. Dann kommen wir nämlich hier weiter hoch. Dann hätten wir hier nämlich den Platz für ein Zimmer. Und nicht nur für den Flur. Ne? So irgendwie. So. Ne? Dann hat man nämlich hier nochmal ein fettes Zimmer. Dann man hier so hoch. Und dann hat man hier nochmal, machen wir das mal so. Haben wir hier wieder so wenig Platz, ne? Kann man es so machen. So. Und dann hat man hier diese Zimmer dann. Irgendwann. Das könnte man hier noch sich überlegen, wie man da in dieses Zimmer reinkommt. Ja, man muss ja eigentlich hier noch den Platz wegnehmen. Aber dann hätte man hier so einen Schlauch und da hier drüben einen Schlauch. Das will man eigentlich nicht. Ne? Dann hätte man hier nochmal so eine Ecke. Das weiß ich nicht. Aber wir brauchen ja hier ein bisschen Platz in diesem Zimmer. Aber ja, es ist echt schwierig. Also ihr merkt es ja auch schon, ne? Man muss ja irgendwie in dieses Zimmer hier reinkommen. Muss man hier einen Durchbruch machen. Ach, hier haben wir auch noch die Wand. Moment mal. Und dann passt das ja eigentlich ganz gut hier. Da kann man da rein. Ist ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Ist kein großes Haus. Nee, also ist kein riesiges Haus, wo man da alles schön frei. Aber da hat man so schöne Ecken. Mir gefällt es total gut. Da kann man richtig schöne Sachen so reinstellen und so. Das kann man richtig schön gestalten. Machen wir das hier mal so und so. Das finde ich ganz gut. Dann hat man hier noch ein bisschen mehr Platz. Und ja, hinten kann man auch noch aufmachen oder so, man weiß es noch nicht. Hier kann man dann runter gucken, schön. Dann ist das unser, ja, ist wieder der Knackpunkt hier. Dann machen wir das auch so irgendwie. Ja, auch nicht so schön, ne? Wenn man das so macht. Dann hätte man da nochmal irgendwie ein bisschen mehr Platz für die Tür. Das sieht mir so komisch aus hier. Aber mit so schrägen will ich da jetzt eigentlich auch nicht so arg anfangen, ne? Ach Leute, liebe Leute, Daniel baut hier. So, und jetzt war meine Überlegung hier, dass man da eine Wand zieht, nämlich. Und dass man da dann eine Fernsehwand quasi hat. Hier schön. Das wird echt eng. Scheiße, ist das Haus eng. Da hat man auch keinen Platz. Nee, das geht so nicht. Wir müssen das abreißen. Manchmal muss man das einfach tun. Das heißt manchmal, meistens, oft. Weil es einfach sonst hier nicht so, ja. Man verbaut sich da schnell. Und dann muss das weg. Oh, oh. Den Mut muss man haben. Ich nenne es Mut. Dann geht es mir besser. Muss man von Neuem beginnen hier. So, jetzt gucken wir nochmal. Also wir müssen an der Tür eigentlich hoch. Da führt gar nichts dran vorbei. Wir hangeln uns da jetzt durch hier. Man muss an der Tür hoch. Komm, sonst ist es doof. Dann hat man da hinten auch wirklich Platz hinter der Treppe. Machen wir eine Doppeltreppe. Kommt man hier hoch. Dann hätte man... Man könnte das hier so zumachen. Dann hätte man hier so eine Art Fernsehwand. Fernseherwand. Und da hinten könnte man dann das Klo machen. Das machen wir einfach so. Ja, das ist schon viel besser gleich mal. Ja. Dann kommt man hier in die Küche rein. Damit er nicht direkt den Fernseher da oder neben dem Eingang so machen, wobei das gar nicht mal vielleicht. Wenn wir da eine Wand hätten, dass man da so eine Art Halbwand einfach nimmt. Um hier nochmal so eine
so eine Trennung zu haben, aber nicht so eine krasse Trennung. Dann geht man hier hier die Treppe hoch. Hier hinten hat man nochmal ein Zimmer. Hier hat man das Klo. Kann man auch von beiden Seiten dann vielleicht rein. Ist gar nicht mal so schlecht. Und da hat man dann die schöne große Küche, Esszimmer und hier dann Wohnzimmer. Dann macht man das doch einfach so. Gerade am Überlegen, ob es hier oben sinnvoll wäre, wenn wir die Treppe 1 weiter vorsetzen. Wäre besser, ne? Weil unten hätten wir dann auch, aber da wird es dann wieder so eng. Haben wir wieder so einen Schlauch nach hinten. Gefällt mir nicht. Ne, wir lassen das so. Und da kommt dann ein Fernseher hin. Jetzt haben wir es doch. Ist gleich viel einfacher hier alles. Hier kommt dann so ein Fernseher. Guck mal, das sieht viel größer aus wieder. Das ist doch cool. Weil da scheint dann auch nicht die Sonne drauf. Das hasse ich wie die Pest. Wenn auf dem Fernseher hier die Sonne drauf scheint. Also ich nehme jetzt mal irgendwas. Ist völlig egal. Das ist so mal grob einrichten. Das ist hier wirklich so Wohnzimmerbereich. Schön, schön groß offen. Ja, hast du irgendwie keine Ahnung. Können hier gerne noch ein bisschen mehr in den Raum so rein, weil den haben wir ja noch. Hier ein schönes Sideboard hin. Da dann das Esszimmer und hier die Küche. Das ist gar nicht mal echt nicht so viel Platz, wie wir hier am Anfang dachten. Oder wie ich dachte zumindest. Na, hier dann die Küche und da können wir hier noch so ein bisschen raus in die Küche. Jetzt so eine Theke raus oder so. Wow, das ist echt komisch mit der Aufteilung in diesem Haus. Ja, ja. Und da haben wir hinten noch ein Arbeitszimmer, Hobbyraum, whatever. Und schöne breite Treppe geht nach oben. Jetzt aber, das machen wir heute noch. Die Aufteilung, ganz, ganz wichtig. Dann haben wir da, das sehe ich jetzt auf jeden Fall, das Bad da hinten drin. Das ist eine gute Geschichte hier. Hier ist es gut für ein Bad. Ja. Da machen wir nicht Flur da hinten rum. Nee, nee, das soll hier vorne rum. Dann machen wir aber hier vielleicht was anderes. Und zwar, wenn wir da nämlich ein Zimmer machen direkt und dann trotzdem Glasscheiben wieder hin, Fensterscheiben. Das wäre doch nicht schlecht. Ich möchte da keinen Balkon machen. Wenn wir das so ein Balkon-Dings machen, dann, ja, dann kann man von diesem Balkon hier in das Zimmer reingucken. Das ist irgendwie komisch. Probieren das mal, wenn wir hier das hier zumachen. Und da dann quasi nochmal so Glas hinmachen. Das ist doch vielleicht besser. Dann hat man da nochmal das Zimmer. Ja, ich glaube, das man muss ja ausprobieren. Hier hat man alles, hier ist Flur. Ja, muss man ja, ne? Dann machen wir hier aber irgendwas Cooles, noch so ein Fitnessflur oder irgendwie sowas. Ne? Und dann kommt man hier, braucht man auf jeden Fall jetzt hier für dieses Zimmer. Hier müssen wir es so zumachen. Dann machen wir nochmal ein Bad. Kleines Bad. Zwei Zimmer, drei Zimmer. Hier oben haben wir ein Bad und dann noch zwei Zimmer. Oder, nee, eigentlich passen da noch drei Zimmer rein, ne? Wollen wir nicht so sein hier. Weil hier muss man ja dann reinkommen. Hier kommt man dann in dieses Zimmer rein und hier dann in dieses. Können wir das so machen? Oder wir machen das so. Wir machen hier dann, das ist zu wenig Platz für zwei Zimmer. Ja, es geht schon, aber es ist halt wirklich wieder hier. Nee, nee. Das ist nichts. Also ich dachte, wenn man hier den Flur quasi nochmal aufmacht, dann könnte man hier nochmal ein Zimmer machen oder hier ein Zimmer. Also hier der Grundriss hier, das ist wirklich hier katastrophal, muss ich sagen, oder? Das ist hier wirklich schwierig in diesem Haus. Ja, ja. Was ist das für ein Zimmer hier? Das will man ja nicht haben. Was ist das für ein Zimmer? Wer will denn so ein Zimmer? Großzügiges Zimmer. Großzügiges Zimmer, oder? Wir haben zwei großzügige Zimmer. Ja. So. Und das hier können wir uns dann sparen und machen das hier so zu. Ne, wir lassen das hier einfach auf und machen das so. Das ist viel besser. Das ist viel besser, genau. Kann man hier da rein. Und hier irgendwo da rein.
Und ja, so finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht. Hier das Bad. Man kommt von diesem Zimmer auch ins Bad dann vielleicht. Hier hat man nochmal ein Schlafzimmer. Hier vielleicht das Kinderzimmer. Und unten dann alles offen. Hier das Arbeitszimmer, hier das Bad. Und hier dann hier. Hier kommt man dann raus auf die Terrasse. Hier haben wir die Küche. Und hier haben wir das Esszimmer. Ich würde schon gerne irgendwie einen Fernseher an die Wand packen, oder? Was meint ihr? Sollen wir das aufmachen? Können wir auch aufmachen? Das probieren wir auch noch kurz aus. Mir egal, wie lange die Folge jetzt schon wieder geht, ihr Scheiße. Wir könnten auch einfach das hier quasi so aufmachen. Ist vielleicht besser, ne? Und dann hier quasi den Fernseher entweder an die Halbwand pappen oder auf den Tisch einfach stellen. Aber was will man unter der Treppe? Was will man mit dem Platz? Das sieht so... Ne? Wisst ihr, wie ich meine? So. Ja. So, was willst du da unten, ne? Was willst du da haben? Da kannst du nichts machen. Da kannst du nichts machen unter der Treppe hier. Was willst du da hin machen? Das können wir jetzt noch überlegen. Ihr könnt es ja auch mal kommentieren. Darauf freue ich mich jetzt diese Folge mehr denn je. Jetzt habt ihr ja noch tolle Ideen. Habt ihr bestimmt. Ja, ja, wir kriegen das hin zusammen. Ich bin da hier. Ich bin da guter Dinge hier. Das kriegen wir hin, richtig gut. Vielen lieben Dank euch fürs Zuschauen. Das war's für heute mit dem Modern Wood hier. Ja, ja, ja. So viel haben wir gar nicht hinbekommen. Wir haben die Fassade fertig gemacht. Erstmal halbwegs so, ne? Also das ist alles mal hier halbwegs hier, ne? Wie gesagt, so eben durchgeplant ist. Und die Details folgen dann noch. Hier haben wir das Dach dann weitergemacht. Da müssen wir auch nochmal gucken. Hier haben wir jetzt unser schönen Flur. Da machen wir natürlich auch noch Balkon alles hin, sodass man da ein Geländer hat. Und ja, die Aufteilung. Dazu bitte mal kommentieren. Ich freue mich drauf. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier zum Modern Wood hier oder jetzt natürlich einem anderen Video eurer Wahl, wenn ihr noch mögt. Vielen lieben Dank. Und ja, bis zum nächsten Mal dann. Macht's gut. Ciao.